Aber können wir sowas? Ich glaube schon. Da war schon die Nummer 1. The Voice 2023, bei Carlottas Blindaudition fließen die Tränen. Das Wichtigste in Kürze. Staffel 13 von The Voice of Germany startet am 21. September 2023. Alle Sendezeiten im Überblick. Dieses Jahr gibt es neue Coaches und einige Regeländerungen wie die Einführung des Blocks. Diese Talente treten neben Carlotta ebenfalls in Folge 1 vor die Coaches. Bei ihrem Auftritt überrascht Carlotta die Coaches mit ihrer traumhaften Stimme. Mit Ave Maria von Giulio Caccini rührt das Talent die Coachin Shirin David zu Tränen. Carlotta Bach begeistert die Coaches in Folge 1 der Blind Auditions. Auf der Bühne von The Voice of Germany fasziniert die 17-Jährige mit ihrer überraschenden Songauswahl. Carlotta hat bereits Bühnenerfahrung, die Schülerin steht nicht zum ersten Mal auf einer Bühne. Sie singt auf Hochzeiten und in Kirchen. Außerdem hatte sie bereits eine Hauptrolle in einem Musical und ist Sopranistin im Schulorchester. Das merkt man an ihrem professionellen Auftreten auf der The Voice-Bühne. Zuerst betätigen Ronan Keating und Giovanni Zarella den Buzzer für den Gesang des Talentes. Shirin David zu Tränen gerührt. Die Kaulitz-Brüder sind hin und her gerissen. Tom will Carlotta ins Team holen, doch können sie mit der besonderen Stimme der 17-Jährigen auch arbeiten? Als der rote Stuhl von Shirin David sich schließlich umdreht, trifft Bill die Entscheidung für beide und drückt auf den Buzzer. Carlotta darf sich über einen Vierer-Buzzer freuen. Shirin David ist so gerührt von Carlottas Stimme, dass sie in Tränen ausbricht.
Für welches Team wird sich das Talent am Ende entscheiden? Das erfährst du in der ersten Folge von The Voice of Germany am 21. September, um 20:15 Uhr auf Pro7 und auf Joyn.